So, okay, nehmen wir mal das gute alte Team wieder und wir kommen zurück zu Mass Effect 3. Scheiße, eine schwerwiegende Entscheidung jetzt hier. Meine Fresse. Was kommt noch? Keine Sau. Ich will am Morden. Ich möchte Morden am Leben lassen von hier. Gut, da können wir ja unsere Brandmunition auf den Gesundheits- und Schadenbonus ein bisschen erhöhen. Und damit ist die Brandmunition voll. Meine Fresse. Scheiß Entscheidungen, ey. Entweder wir helfen Rex oder Morden töten. Das ist wirklich eine scheißschwere Entscheidung. Das ist wirklich eine scheißschwere Entscheidung. Meine Fresse, was mache ich bloß? Morden töten? Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt, unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Kroganer. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Mantelsabotage enthüllen. Ich habe eine Nachricht von. Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Verdammt! Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Boah, hier geht's ab. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Da kommen sie! Zurück! Sie dürfen nicht hier rauskommen! Da kommen sie! Zurück! Sie dürfen nicht hier rauskommen! Shepard, es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Okay. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper-Blut unseren Boden. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze. Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Er rettet ihr Volk. Er heißt Morden Solus und will die Genophage heilen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Bäm! Voll im Gesicht. Interessant. Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet,
und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Boah, geil. Kroganischer Bodenkonvoi, ihr trojanisches Geschwader Altamec. Flugvektor zum Mantel steht. Wir werden in 10 Minuten da sein. Verstanden, Artimec. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard Ende. Reef ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen, unzählige Tote, Herstellung der Genophage, Expansionsplan, problematisch. Die Ahnen? Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuen. Bis zur Einmischung der Salarianer. Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Die Kroganer haben es sich verdient. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle, wollen Sie da etwas sagen? Die Dalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heil nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachten, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit SDG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf Sie zählen. Warum halten wir an? Von wegen, dass die uns Updates bekommen. Am Arsch lecken. Rex, Sie und Morden bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. 21 Vorbildspunkte, naja, das ist doch schon... Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artimec, hier Shepard. Wir wurden aufgehalten, nicht angreifen. Negativ, Commander. Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bei uns, dass wir da sind. Ein Luftangriff allein reicht nicht. Wir müssen am Kampf teilnehmen. Boah. Hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke.
Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Da drüben ist ein Tunnel. Vielleicht ein Fluchtweg. Dann mal los. Erstmal was aufsammeln. Oh, cool. Ein Dornwerfer. Erstmal ein paar Munition sammeln. Also sammeln, aufsammeln erstmal hier alles. Ja, ich bin in Sammelleidenschaft. Rüber. Okay. Ein Galdornwerfer. Rex, empfangen Sie das? Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reeves Truck hat's auch rausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Kommander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. Irrgarten. Das ist ein verdammter Irrgarten, Mann. Wie soll ich denn hier aus den Katakomben entkommen? Okay, jetzt geht's verdammt nochmal nie weiter. Hallo, geht's hier bitte schon weiter? Da. Es ist wie ein Erdbeben, hat sich das eben nicht angefühlt. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Wir oben nicht. Es könnte etwas anderes. Dreschlunte. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ein weiterer Grund, ihren Hintern da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Habe ich das richtig verstanden? Kalros, die Mutter aller Dreschlunde? Wenn Krogana einem Dreschlund einen Namen geben, bedeutet das Ärger. Sie glauben nicht, dass den jemals einer tötet. Wir haben einen Dreschlund gekillt. Huch. Kleiner. Oh mein Gott. Ein Verwüsterer. Noch mehr Rachni. Das waren bestimmt noch nicht alle. Rex, hier sind Rachni. Also aufpassen. Ich weiß. Ein paar haben uns schon angegriffen. Der Mantel ist jetzt wichtiger. Finden Sie uns schnell. Verdammt, ist das dunkel. Okay, wir müssen aufpassen, dass... Da vorne ist Licht. Früher hätte ich hier gerne etwas Zeit mit dem Studium der Ruinen verbracht. Da fragt man sich, wozu die Kroganer wohl imstande gewesen wären, wenn sie den Planeten nicht in die Luft gejagt hätten. Okay, bloß gut, Rex, kein Dreschlund. Wir sind wieder draußen. Bloß kein Dreschlund. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und die Farbe grün. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Wow. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Wow. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Guckt das euch an. Wenn wir sie erreichen, haben wir ein ganz anderes Problem. Guckt das euch verdammt nochmal an. Das ist doch sowas von geil. Hier bleibt es wohl nie länger ruhig. Ego-Shooter spielen macht auch Spaß, ne? Wow, einer von den Großen. Moment.
Ja. Sie hatten recht mit Kairos. Sie ist unterwegs. Ja, wir haben da einige Ideen. Was denn? Nicht jetzt, Rex. Der Commander hat genug Sorgen. Was ist los? Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Will ich nochmal gegen einen Dreschlund kämpfen? Vor uns ist eine Brücke. Wenn Sie die finden, sammeln wir sie dort auf. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Wen sagst du, Scaris? Wen sagst du? Shepard, wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann Moment, Kairos! Rex? Unterbrechen, wir verschwinden! Wow, 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 what the fuck, what the fuck? Sie kriegt uns nicht. What the fuck? Weiter, Shepard. Wir versuchen, das Ding abzuschütteln, um sie zu finden. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Metall im Truck ist ausgedrückt. Ich frage mich, wo wir jetzt... Der ganze Planet ist eine einzige riesige Todesfalle. Und das Schlimme ist, Rex hat vermutlich auch noch Spaß dabei. Vor uns sind doch mehr. Sehen Sie! Nicht schon wieder ihr. Oh, ein Zephyrnrohr. Für die MP. Okay. Wo geht's bitte schon hier weiter? Ich will hier weiter. Okay, Dünen? Erinnert mich an Dune. Naja, okay, weiter. Shepard, wir haben Kairos fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. Shepard, hier rüber. Reef, behalt den Schuld im Auge. Ich will nicht, dass er sich anschleicht. Beeilung, Rex. Wir sind ungeschützt. Bewegung! Oh, da kommt er. Es ist Kairos! What the fuck? Los, Shepard! Wir sind drin, los! Was ist mit Louis? Er ist hinüber. Und er war sowieso eine Nervensäge. Bring es zu Ende. Auf uns wartet ein Reaper. Oh mein Gott, ey, Dreschlund. Dafür haben wir keinen Plan. Wir hatten schon öfter schlechte Chancen. Aber bis zu diesem Turm, ich weiß nicht, Shepard. Wir heilen die Genophage um jeden Preis. Alles, was mein Volk jemals sein wird, hängt davon ab. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Eigentlich von ihr. Kairos, wir locken sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Kairos. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Kairos verkörpert unseren Jähzorn.
Noch niemand hat eine Begegnung mit ihr überlebt. Ja, und was ist mit den Risiken? Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Dann ist es ja gut, dass keiner von uns vernünftig ist. Nur so kommen wir zu dem Turm und können das Heilmittel freisetzen. Wir haben keine andere Wahl. Aber wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlumpfhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Okay, aufpassen. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Moment. Was auch geschieht. Sie sollen wissen, Sie waren eine Streiterin für das kroganische Volk. Eine Freundin des Ördnung-Clans. Und eine Schwester für mich. Für jeden neugeborenen Kroganer bedeutet Shepard. Ab jetzt Held. Und jetzt zeigen wir Ihnen warum. Los, ich schaff das. Ich bin Ördnung Rex. Und das ist mein Planet. Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Stufe 42, okay. Sind. Wir haben zu tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Der ist cool. Oh, eine Waffe. Was ist das? Eine Pistole M5 Phalanx. Aha, okay. Shepard, ein Glück. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell, Wurden. Die sind hier draußen überall. Bei der Göttin. Linke Seite. Wow. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Alle in Ordnung? Ich bin okay. Größtenteils. Ich denke schon. Wurden wir gerade von einem Reaper? Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Wow. Fuck. Alter, da müssen wir ja übelst... Wow. Bin ich sicher, nur Deckung dafür ausreichen. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Bleiben Sie in Bewegung. Machen wir, Ohr. Kommandant, hier spricht Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Ich wusste, Sie werden nicht aufgeben. Sei mit ihm. Los, rücken wir vor. What the fuck? Linke Seite, rein in den Hammer. Er wartet auf der rechten Seite. Das ist das Problem. Das ist bereit. Boah, what the fuck? Alter. Boah, übertreibt sich. Ja, übertreib's doch nicht. Boah, fuck. Alter. Jetzt sehe ich da gar nicht durch, Mann. Boah, übertreib's nicht, Leute. Boah. Ihr seid krass drauf.
Oh, noch mehr. Alter, ihr seid doch krass, ey. Das ist gut, dass ich das Spiel nicht auf Wahnsinn spiele, ey. Dann. Oh komm, geh weg hier. Boah. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Boah. Boah, ist das laut. Boah. Alter. Ist das episch laut. Jam. Ja, jetzt hast du was. Jetzt hast du was zu mampfen, Alter. Haha, Dreschlund. Nee, Reaper. Ja, wo ist es denn? Hinter dir? Geil. Geil. Dreschlund hat Reaper gekillt. Oh, das war jetzt Fun. Fucking laut. Verdammt fucking laut. Alter. Boah. Heilmittel bereit worden? Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Maylands Forschung, unverzichtbar. Ist sie okay? Bleibt in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Organa. Verdammt! Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen da rauf? Ja. Manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Morden, nein. Chef, bitte. Muss das machen. Mein Projekt. Meine Arbeit. Mein Heilmittel. Meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Ich werde sie vermissen. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Jemand anders würde es nicht schaffen. Und wir verabschieden uns einen zweiten Kollegen. Alter Morden, du bist ein echt. Der singt. Für die Spezies Torianer, Asari, Batayana. Hoffentlich überlebt er das. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Krogana. Ich bin ein Vorbild. Wissenschaftler der Salat. Ja, na.
bin jetzt still, weil Morden ist jetzt gestorben. Er war ein Held. Ein verdammtes Idol. Er hat die Genophage gerettet. Den Koganern ein neues Leben gesetzt. Gedenken von Morden. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Chef. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Morden sterben musste. Er war ein guter Freund. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen. Aber ihm können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Torianern, ich werde Truppen nach Pelerin schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Erdnot Bakara nennt sie nun eine Freundin. Im Gedenken von Morden. Ja, ich habe jetzt auch gerade was gesagt. Leider schade, dass er nicht mehr dabei ist. Und wir haben gerade eine Trophäe erhalten, Pfadfinder. Ist es nun zu Ende? Ist es nun vorbei? Wir wissen es nicht. Das sehen wir. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Beckett, Ende. Ja, ein schönes Ende. Commander, Erdnot Rex hat begonnen, Truppen nach Pelerin zu schicken. Sie haben Ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Ich weiß das zu schätzen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tiegels zu helfen. Gareth wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Bin ich auch. Ist auch. Morden tot. Das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Ja. Das nenne ich mal schön. Bis gleich.